Herzlich willkommen im zweiten Teil von diesem Technikvideo beim Proxmox Backup Server und wir setzen jetzt hier einfach auch nahtlos an das erste Video. Also erst erste Video gucken, dann das hier. Ich schalte wieder um. Es ist unverändert. Wir haben lediglich auf dem Proxmox Backup Server 1, so nenne ich ihn einfach mal hier, zwei virtuelle Maschinen drauf gebackupt. Wir haben uns auch im vorherigen Video die Deduplizierung angehört und angeschaut, wie funktioniert sie denn auf dem Proxmox Backup Server. Jetzt habe ich hier noch einen zweiten Proxmox Server. Da haben wir auch das Data 2 schon eingerichtet. Hier liegt aber nichts drin, weil wir wollten die Unterschiede oder einfach mal aufs Dateisystemebene mal schauen, was ist eventuell schlau. Ich weiß es selber nicht, wir probieren das jetzt gemeinsam aus. Aber dazu müssen wir erstmal die Daten von Proxmox Backup Server 1 auf Proxmox Backup Server 2 bringen. Das Ganze machen wir einfach mit einer Synchronisation, also mit einem Sync-Job, so nennt es hier Proxmox. Und das Ganze ist im Endeffekt einfach nur dafür da, um von einem Proxmox Backup Server auf einen anderen Proxmox Backup Server direkt untereinander ein Backup zu machen. Also sozusagen ein Backup auf eine dritte Lokation oder man muss sich vorstellen, wenn man irgendeinen Außenstandort hat, wo auch da inkrementelle, deduplizierte Backups im Endeffekt gemacht werden, die werden natürlich lokal gemacht, die werden natürlich nicht übers Internet rausgeschoben, sondern die werden lokal gemacht und dann meinetwegen einmal in der Woche oder meinetwegen sogar einmal am Tag, einmal in der Nacht, werden die dann halt inkrementell auf den Haupt-Backup-Server, meinetwegen im Headquarter oder im Hauptrechenzentrum, im Hauptdatacenter rüber synchronisiert. Aber ansonsten werden Backup-Jobs so dann einfach immer lokal einfach gemacht, geht deutlich schneller und das Wegsynchronisieren vom Hauptsystem passiert dann einfach über einen Sync-Job. Das schauen wir uns an. Wir müssen hier im Endeffekt nur das Remote im Endeffekt einrichten. Das tun wir einfach mit einem Namen. Hier nennen wir ihn jetzt PBS1, fügen ihn ein mit seiner IP-Adresse. Out-ID ist in dem Falle root@pam mit meinem Passwort und wir brauchen hier wieder den Fingerprint. Schnell kopiert, schnell eingefügt und hinzugefügt. Jetzt schauen wir mal, ob das reicht, wenn wir in eine Richtung das Ganze eintragen, indem wir jetzt einfach mal auf Datastore 2 gehen. Das ist jetzt einfach unser Datastore, was auf ZFS liegt, ganz wichtig, da wollen wir hier so ein bisschen schauen. Auf 2 liegt und das halt eben jetzt einfach für meinen Synchronisationsjob von dem Backup-Server 1 ist. Wir drücken hier einfach mal auf Add bei Sync-Job. Local Owner sind halt eben wir. Local Data Store ist Data 2 in dem Falle. Sollte man von der Namenskonvention vielleicht ein bisschen deutlicher anpassen. Ansonsten können wir jetzt hier PBS1 wählen. Er wählt hier automatisch auch schon Data 1. Gibt halt keinen anderen. Und jetzt können wir hier vorgefertigte Sync-Jobs von Proxmox. Ich finde es ein bisschen schade, dass man nicht selber definieren kann oder man müsste es irgendwie händisch machen. Da bin ich mir jetzt aber unsicher. Ich glaube, man kann es halt händisch machen, aber so eine Art Scheduler-Bilder, finde ich, sollte man hier schon einbauen. Das können auch andere Produkte auch. Man kann es zwar, wie ich gerade sehe, hier selber anpassen, aber ja, ich mache es jetzt einfach mal auf stündlich, es ist aber unschön. Man sollte so eine Art Schedule-Builder mit reinbringen. So, also was macht er jetzt? Erstmal ganz wichtig, Sync-Jobs macht man immer von der Destination aus. Also man arbeitet auf dem Ziel, wohin die Daten kommen. Man macht also einen Pull, man zieht sich die Daten. Es werden niemals Daten quasi geschoben, immer nur pullen. Das passiert auch in vielen, vielen, vielen anderen Backup-Produkten, andere können auch was anderes, aber in den meisten Fällen wird immer gezogen, gepullt. Man richtet alles auf der Destinationsseite ein. Deswegen machen wir es hier auf dem Destination. So, damit haben wir jetzt den Server 1. Wir haben Datastore 1, heißt alles, was da drin liegt, heißt auch, wir erwarten zumindest gleich, dass wir, wenn wir hier in den Content reinschauen, VM253 und VM254 ganz normal gleich sehen werden als Dateien. Auf der Basis, nicht auf der Basis, sondern auf dem Datastore Data 2. So, wir drücken hier auf Add. Das Ganze ist eingerichtet. Der wird jetzt wahrscheinlich zur vollen Stunde irgendwann loslaufen. Hier steht auch Next Run 14 Uhr. Aber wir können auch einfach hier auf Run Now klicken. So, was macht er jetzt? Jetzt schaut er natürlich sich erstmal die Differenzen an. Was kenne ich? Was habe ich denn selber schon auf meinem Datastore? Wenn ich was kenne, kann ich das inkrementell mir kopieren. Wenn ich das nicht kenne,
muss ich mir es halt eben voll neu ziehen und ihr seht, das ging rasend schnell. Das ging wirklich super, super schnell. Auch hier fängt er natürlich wieder an mit irgendwelchen inkrementellen Sachen, mit Zero Block Detection, alles was dieser ganze 0000 ist, wo irgendwelche freien Bereiche in den Raw Images sind, die fängt er gar nicht erst an zu kopieren, sondern macht halt eben das Ganze alles auf Basis nur von wirklichen Daten, wo in den Blöcken was drinsteht. Wir sehen, das hat 13 Sekunden gedauert. Wir können noch gar nicht so richtig erahnen, wie viele es denn durch dieses ganze Deduplizierungsverfahren, durch dieses ganze Inkrementelle, ist es häufig sehr undurchsichtig, wie viel Daten man so wirklich kopiert im Endeffekt. Aber wir schauen jetzt einfach mal rein. Wir reloaden das hier und hier ist jetzt der Inhalt, wie auch erwartet, auf dem ersten Server. Ich kann hier sogar hin und her klicken. Ihr seht es gar nicht. Ich klicke hier in meinem Browser-Tab hin und her. Es ist im Endeffekt dasselbe. Ihr seht lediglich, dass sich hier oben der Name von dem Data Store ändert, wenn ich hier hin und her klicke. Also ist dasselbe drauf. Und jetzt gucken wir einfach mal, dass wir hier auch mal prunen. Start Garbage Collection. Dann werden jetzt auch hier die ganzen Chunks abgearbeitet. Er macht jetzt gerade nochmal die Deduplizierungsrate. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Summary 44,65. Hier machen wir auch extra nochmal ein Garbage, damit ihr auch wirklich alle Chunks nochmal durcharbeitet. Und wir haben auch hier eine 44,65 Deduplizierungsfaktor von der Angabe vom Proxmox Backup Server. Ist ja nicht ungewöhnlich, ne? Weil einfach wirklich dieselben Inhalte, dieselben Daten einfach hier liegen. Es ist dasselbe, wir haben es einfach nur rübergesynkt. Wir gehen nochmal zurück zum Sync-Job und klicken nochmal auf Run Now. Gucken es auch nochmal an und ihr seht, das Ganze hat jetzt weniger als eine Sekunde gedauert. Er hat es ja sogar angegeben im Hintergrund mit weniger als 0,1 Sekunden. Liegt einfach daran, er weiß, was er hat. Er sieht, es hat sich auf der Gegenseite nichts geändert. Es kam nichts hinzu, ich muss nichts machen. Also das funktioniert wirklich extremst gut. Wenn wir jetzt natürlich nochmal ein extra Backup fahren, machen wir jetzt auch. Ich schiebe jetzt einfach mal die PF2-Maschine. Machen wir nochmal ein Backup auf den ersten Backup-Server, machen dann einen Sync-Job nochmal und dann sehen wir auch, dass wirklich nur das Inkrementelle auf meine dritte Instanz im Endeffekt gebackupt worden ist. Erstmal läuft jetzt das normale Backup, das läuft natürlich wieder ganz normal inkrementell und deswegen geht es auch relativ zügig da, 7,2 von 10. Und wir haben hier, kann man irgendwie sehen, gut, es war inkrementell 100%, es hat sich nicht viel geändert. Trotzdem wird natürlich für diesen Timestamp ein Backup angelegt, weil wir wollten ja schließlich ein Backup haben. Wir reloaden hier einmal, jetzt sehen wir auch, es sind hier drei drin, gehen hier in den Content, öffnen das einmal, hier sind nur zwei drin. Das heißt, wir starten einfach wieder unseren Sync-Job, Run Now. Ihr seht, das war ratzeschnell. Auch er weiß, es ist wirklich alles nur wie Nullen. Es sind quasi nur wie so Flecks, die angelegt werden. Und er kopiert halt eben die Logik rüber. Klar, es sind ein paar Kilobyte, aber es sind ja keine Daten so wirklich gewesen. Es ist basiert ja alles auf der Art von Chunks. Und deswegen geht das alles so super, super schnell. Also die Logik ist toll und super. Jetzt wollen wir uns das Ganze trotz alledem einfach mal auf der Basis von der ZFS anschauen. Wir werden wahrscheinlich jetzt keinen großen Unterschied sehen. Liegt einfach daran, dass wir hier alles im Data 1 drin liegen haben. Momentan, wir sehen hier trotzdem so schon 1,66 GB zu 2,6 GB. Aber das Ganze schauen wir uns jetzt einfach mal auf der Dateisystemebene an. Deswegen gehen wir einfach mal auf die Shell. Hier können wir ja nicht viel machen, hier können wir ja wirklich nur sehen, was es im Endeffekt belegt. Hier haben wir Use 2,7G. Ist jetzt gemappt hier einfach unter Slash, sehen wir einfach 2,7. Das Ganze machen wir jetzt hier drüben auch einfach mal. Wir machen mal ein DFH. Und hier sehen wir lediglich im R-Pool, das ist ja mein ZFS, sehen wir hier 1,7. Wie gesagt, ich habe es nicht ausprobiert. Jetzt kommt der große lustige Faktor, wo man einfach mal überlegen muss, hat er das jetzt wirklich getan? Wir gucken mal hier in meinen Z-Pool rein, Z-Pool-List. Und wir sehen hier Allocated 1,66 und eine Deduplizierungsrate von 1,01. Also hier hat er nicht wirklich was dedupliziert. Er tut auch, glaube ich, nichts mehr. Jetzt ist vielleicht noch die Frage, hat er vielleicht irgendwas komprimiert? Gucken wir auch mal rein. ZFS, da bin ich mir jetzt unsicher, wie das ging. Get All könnte man wahrscheinlich was sehen. Machen wir mal mit einem Grep, machen wir mal Compression.
Compression und hier sehen wir eine Compression Rate von 1,5. Also hier hat uns jetzt gerade eben, das ist auch das, ich würde ungefähr schätzen, na, wir haben ja 1,5, heißt in etwa 50% von dem, was wir backuppen, macht er da. Unsere Compression Rate liegt hier bei 1,5, also in etwa die Hälfte. Wir gucken uns die Zahlen nochmal an. Data Store Summary, hier haben wir 2,6. Data Store Summary, hier haben wir 1,6. Wir haben so hier, das, wie ist so grob der Unterschied? Jetzt weiß ich natürlich nicht mehr, wie viel das Betriebssystem an sich belegt. Ich glaube aber ungefähr ein Gig. Also sparen wir uns hier momentan einfach ein Gig weniger. Das Problem ist, wir machen das natürlich auf ZFS-Basis. Das Betriebssystem ist davon mit betroffen. Auch wenn da natürlich irgendwelche Blöcke jetzt gleich sind, sparen wir uns schon einiges. Aber trotz alledem kann man hier einfach schon mal von Hause aus sagen, es wird einfach auf der Basis von ZFS weiterhin gehend mehr gespeichert. Ihr dürft euch auch nicht wundern, warum hier die Zahlen unterschiedlich sind. Damit kommt Proxmox oder kam Proxmox schon immer nicht richtig klar, wenn man ZFS verwendet, wie die Angaben sind von den Gigabyte-Zahlen. Das ist einfach... ja, virtuelle Zahlen sind. Man muss das Ganze einfach echt deutlich beobachten, weil man ja eine Art Überprovisionierung mit Deduplizierung und Compression macht. Wenn denn dann irgendwann mal Daten entpackt werden müssen, hat man halt immer das Problem, dass eventuell der Platz einfach nicht da ist, wenn man mit Compression und Deduplizierung arbeitet auf Basis von ZFS. Trotz alledem ist das einfach die Angabe und der Faktor, dass wir einfach trotz alledem mehr Platz sparen, wenn wir eben untenrum das ZFS-Dateisystem noch verwenden. Jetzt könnte man natürlich überlegen, ja, das ist auch richtig, aber verbrauche ich nicht irgendwie deutlich mehr Memory? Ja, wir sehen es. Das hier ist jetzt der erste Proxmox Backup Server, hier haben wir lediglich 10% und auf dem zweiten haben wir schon 42% Memory. Woher kommt das? Ist klar. ZFS braucht einfach RAM, hält halt eben so eine Art Deduplizierungsinformationen im RAM vor, um einfach das alles zügig abarbeiten zu können, wenn Daten reinkommen, wenn Daten rausgehen, um einfach diese ganzen Daten auf Dateisystemebene abgleichen zu können und das halt eben auch schnell. Und deswegen haut sich halt ZFS ordentlich was weg. Was ist jetzt im Endeffekt die schönste Lösung, ganz ehrlich? Ich persönlich finde, so ein Proxmox Backup Server sollte auf ZFS laufen. Ja, es erfordert deutlich mehr Monitoring Power von dem ganzen System. Also ich muss das besser überwachen, weil ich halt eine Überprovisionierung mache. Meiner Meinung nach ist es auch richtig, immer noch auf drehende Spindeln, aber drehende Spindeln auf ZFS-Basis mit Hybrid-Cache. Also mit Schreib-Cache sowie mit Lese-Cache, also auf Basis von, was weiß ich, entweder ganz normale SSDs oder auf M2-SSDs eben zu puffern im Endeffekt. Ich glaube, das ist die perfekte Lösung für den Backup-Server. Da kann man schön lange Retention-Times mit langen Aufbewahrungszeitzonen oder mit langen Aufbewahrungszeitstempeln im Endeffekt einstellen, aber man hat trotzdem immer noch die Performance zum Schreiben und zu Lesen, die halt eben aus dem SSD-Cache, Schreib- und Lese-Cache eben rauskommen. Aber dafür habe ich andere Videos gemacht, wie man das Ganze im Endeffekt einrichtet. Ich hoffe, das waren jetzt so ein paar technische Details, die einfach mal grundlegend wichtig waren für den Proxmox Backup Server. Man muss sich einfach mal seine Gedanken machen, überhaupt immer einrichten ist ja schön, aber was für Zahlen bekommt man denn da überhaupt präsentiert? Wollen die mich eigentlich nur verarschen oder was sind das jetzt für reelle Zahlen, die da einfach abarbeiten? Ich habe noch eine wichtige Information, die habe ich vergessen euch zu zeigen, aber die kann man auch nicht zeigen. Ihr dürft euch mal nicht wundern, wenn ihr Backups löscht. Die werden nicht sofort gelöscht, sondern die sind auch erstmal in den Chunks mit drin. Und auch genau diese gelöschten Chunks, die werden erst, und es gibt momentan keine Option, da etwas zu verändern. Wenn man Backups löscht, der Plattenplatz ist erst 24 Stunden nach dem Löschen wieder verfügbar. Die werden erst 24 Stunden bei irgendeinem Prozess, es gibt auch noch keinen händischen Prozess, den man einleiten kann, wieder freigegeben. Das heißt, erst dann ist der Plattenplatz wieder frei. Ich hoffe, Proxmox wird daran arbeiten. Ich denke aber schon, weil die Anforderung wird mit Sicherheit da sein, dass man den Plattenplatz sofort zur Verfügung hat, wenn man denn Backups einfach löscht.
Ich hoffe, das hat erstmal technisch gereicht. Stellt ein paar Fragen, packt in die Kommentare was rein. Wenn ihr noch mehr wissen wollt zum Backup-Server, vielleicht noch mehr zur Logik, noch mehr zur Technik. Aber das soll es erstmal gewesen sein. Wie immer, bleibt gesund, frohe Weihnachten, wir sind in der richtigen Zeit und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao!